Aktien versus ETFs. Im heutigen Video geht es mal darum, was ist denn besser, was sind Vor-, aber auch Nachteile von Aktien, aber auch ETFs. Und da gehe ich in diesem Video genauer drauf ein. Gerne den Kanal abonnieren, gerne dem Video ein Like da lassen und nach dem Intro geht's los. Wir sind jetzt hier drinnen, Aktien versus ETFs. Hier erstmal kurz Überblick, Aktien auf der linken Seite, ETFs auf der rechten Seite. Dürften die meisten von euch kennen und jetzt kommen wir erstmal auch zu einer Definition. Was ist denn eine Aktie, was ist denn ein ETF? Aktien repräsentieren Anteile am Eigenkapital eines Unternehmens, die von Anlegern erworben werden können. Wenn sie eine Aktie kaufen, erwerben sie einen Teil des Unternehmens und werden zu einem Miteigentümer. Hier habe ich mal passend das Icon der Blume hingepackt, weil ETFs sind, wenn Aktien Blumen sind, sind ETFs eher ein Blumenstrauß, denn ETFs sind passiv gemanagte Investmentfonds, die an Börsen gehandelt werden. Sie bilden einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten nach. Und da haben wir es auch schon eigentlich mit dem letzten Satz, einen Korb, also da wo eine Aktie eine Blume ist, ist ein ETF eine Zusammenfassung von mehreren hunderten oder tausenden Blumen, wenn man es jetzt so gesehen definieren möchte. Und gehen wir gleich mal ein zu den Vorteilen. Es sind jeweils drei Vorteile für ETFs, drei Vorteile für Aktien, dann drei Nachteile von ETFs und drei Nachteile von Aktien. Also der erste große Vorteil, den ETFs gegenüber Aktien haben, ist ganz klar die Diversifikation. Denn man hat einfach die Möglichkeit, mit einem ETF, also mit einem Investment in, wenn wir jetzt mal hier den Vanguard FTSE All World uns anschauen, in 3647 verschiedene Unternehmen zu investieren, die zu knapp 61% aus Amerika kommen, dann 6% aus Japan, knapp 4% aus UK, auch technologiemäßig schön diversifiziert, 23,4% Technologie, dann Finanzen 15,8%, Gesundheitswesen 11,3%, also man hat einfach die Möglichkeit, mit einem Investment schön zu diversifizieren, was bei Aktien so gesehen nicht möglich ist, weil wenn du in eine Aktie investierst, bist du einfach nicht diversifiziert, zum einen nicht nach Ländern, zum anderen nicht nach Sektoren und von daher erster großer Vorteil von ETFs, Diversifikation. Kommen wir zu einem zweiten Vorteil, den ETFs gegenüber Aktien haben und das ist der steuerliche Vorteil, denn es gibt eine sogenannte Teilfreistellung auf die Steuer, je nachdem, wie viel Prozent deines ETFs aus Aktien, Anleihen oder auch Rohstoffen oder solchen Geschichten gehören. Und wenn dein ETF eine Aktienquote von über 51 oder größer gleich 51% hat, heißt es, ihr habt eine 30%ige Ersparnis, das heißt der Basisbetrag, davon werden dann nur 70% benommen, um die Steuer zu errechnen. Das ist bei einem Mischfonds, der eine Aktienquote von größer gleich 25% hat, wären es dann 15% und wenn man eine Aktienquote unter 25% hat, ist die Ersparnis 0%. Kommen wir zu einem dritten Vorteil und das ist der Vorteil der hohen Liquidität. Denn wenn wir uns jetzt mal einen ETF anschauen, der weltweit gehandelt wird, wo wirklich sehr viel Geld quasi zusammen reingepackt wurde, ist in der Regel einfach immer liquider wie eine Aktie. Klar, wenn wir jetzt hier mal eine Aktie nehmen wie Apple, Microsoft, da ist es tatsächlich in der Regel eigentlich kein Problem, weil auch diese Aktien sind weltweit sehr liquide. Aber wenn man jetzt mal Aktien anschaut mit einer sehr niedrigen Marktkapitalisierung, mit einem sehr niedrigen Handelsvolumen, daher auch, habt ihr einfach nicht so eine hohe Liquidität. Das heißt, wenn ihr verkaufen möchtet, kann es sein, dass ihr nicht direkt verkaufen könnt, weil es eben keinen Käufer auf der anderen Seite gibt. Und da haben wir jetzt hier mal beim S&P, einfach nur mal, dass ihr grob so einen Rahmen habt. Das durchschnittliche Volumen sind hier in US-Dollar 3 Milliarden. Ich weiß gar nicht, ob das, auf was sich das jetzt genau bezieht, aber es sind auf jeden Fall 3,9 Milliarden, wo es jetzt hier bei Apple 54 Millionen sind. Eigentlich müssten das hier vielleicht sogar 54 Milliarden sein, aber auf jeden Fall, was hier deutlich zu erkennen ist, weil mich wundert, die 54 Millionen Volumen, durchschnittliches Volumen auf 24 Stunden wahrscheinlich, ist doch recht wenig in meinen Augen, aber was man hier auf jeden Fall sieht, das Volumen eines ETFs, eines Index wie dem S&P 500 ist definitiv höher wie bei Einzelaktien. Jetzt kommen wir zum ersten Vorteil von Aktien.
Und zwar ganz klar, Aktien höheres Risiko, aber dafür auch durchaus ein potenziell höhere Rendite. Ich habe hier auch mal jetzt einen Auszug aus dem S&P 500 genommen, wo man einfach sieht, wenn wir uns jetzt die Jahresperformance anschauen, es gibt ja Aktien wie Nvidia, Meta, Builders First Source, Palo Alto, Uber, Eli Lilly and Company, Broadcom, die sind alle in einem Jahr jetzt um über 100% gestiegen. In der Zeit, wo der S&P 500 nur in Anführungszeichen, um knapp über 20% gestiegen ist. Selbst auf 5 Jahre hat der S&P 500 nur knapp 81% gemacht. Das heißt, man hat mit Einzelaktien ein höheres Risiko, aber auch Potenzial für eine höhere Rendite. Kommen wir zum zweiten Vorteil von Aktien, und das ist die bessere Gestaltung eines Dividendendepots in meinen Augen. Weil, wenn wir uns jetzt hier einen ETF nehmen, wir sagen mal, Person 1 holt sich einen Dividenden-ETF, sagen wir mal den Vanguard FTSE All World High Dividend Yield, und jemand anderes holt sich 10 solide Dividendenaristokraten. Haben wir einfach hier den großen Unterschied, dass Person 1 mit einem Dividenden-ETF nur 4 Zahltage im Jahr hat, Person 2 mit den 10 Dividendenaristokraten aber wahrscheinlich 40 Zahltage hat, wenn wir jetzt sagen, jedes Unternehmen zahlt 4-mal im Jahr, also quartalsweise. Und dadurch hat man einfach meiner Meinung nach, vor allem wenn es jetzt um ein Dividendendepot geht, mehr Möglichkeiten, mehr Spielraum, weil man eben auch sagen kann, hey, ich bekomme jetzt zum Beispiel im März noch nicht super viel Dividende, also suche ich mir Aktien, die im März eine Dividende ausschütten. Und da habt ihr einfach dann mehr Gestaltungsfreiraum, wenn ihr euch für Einzelaktien entscheidet, anstatt einem Dividenden-ETF. Und Vorteil 3 geht in eine etwas ähnliche Richtung, und zwar ist das individueller Portfolioaufbau, in Klammern auch wieder Diversifikation, weil auch wenn man sagen muss, der ETF hat einen Vorteil, dass er sehr diversifiziert ist mit einem Finanzprodukt, muss man natürlich sagen, hat man bei Einzelaktien einfach den Vorteil, dass man sein Portfolio nach dem eigenen Interesse besser zusammenbauen kann. Wenn man sagt, ich sehe langfristig mehr Potenzial in IT, dann kann man halt etwas mehr Fokus auf den IT-Sektor legen. Oder wenn man sagt, man sieht langfristig mehr Potenzial im Grundstoffsektor, dann kann man eben etwas mehr Fokus auf den Grundstoffsektor legen. Und das geht natürlich bei einem sehr großen, breit gestreuten ETF nicht, weil man da einfach eine gewisse Grundgewichtung hat. Und die wird auch immer ungefähr in dem Rahmen bleiben. Und wenn wir jetzt uns mal hier meine Sektoren anschauen, also ich habe jetzt alle Sektoren drin, außer den Versorgungssektor. Das ist einfach ein Sektor, mit dem ich noch nicht so warm geworden bin. Was man ebenfalls jetzt hier natürlich noch bei Einzelaktien als Vorteil reinpacken kann, wenn man sagt, man will zum Beispiel nie einen Cent in Rüstungsunternehmen investieren, wird es mit einem MSCI World ziemlich schwer werden oder auch mit einem Vanguard FTSE All World. Wenn man aber ein Einzelaktienportfolio hat, kann man natürlich easy und direkt sagen, nein, keine Rüstungsaktien. Und das ist eben noch ein dritter Vorteil von Aktien. Jetzt kommen wir zu den Nachteilen. Erster Nachteil von ETFs im Vergleich zu Einzelaktien. Man hat einfach im Gegensatz zu Aktien, da kaufst du einmal, da hast du zwar Gebühren beim An- und Verkauf, aber du hast eben keine laufenden Kosten, weil Aktien natürlich in der Hinsicht kein passiv gemanagter Fonds sind, der bezahlt werden muss, oder man muss keinen Fondsanbieter für diese passiven ETF, für dieses passive Finanzprodukt bezahlen. Und auch wenn in der Regel jetzt hier die Total Expenses Ratio, also die laufenden jährlichen Kosten, bei irgendwie was von 0,10 bis vielleicht 0,50% liegen, gibt es natürlich vielleicht ein paar exotischere ETFs, da liegt es dann mal bei 0,7, 0,8% oder sowas pro Jahr. Aber nichtsdestotrotz, vor allem wenn man sich jetzt hier mal gewisse gleiche ETFs anschaut, sieht man einfach, dass es in der Regel auch keinen super großen Unterschied macht mit den jährlichen laufenden Kosten. Aber trotzdem ist es ein Nachteil, weil Aktien haben in der Hinsicht keine laufenden jährlichen Kosten. Ein weiterer Nachteil von ETFs ist ganz klar die begrenzte Kontrolle. Im Gegensatz zum eigenen Aktienportfolio kann man nämlich keine Kontrolle, da ein ETF einen Index abbildet und einfach in dem Index gewisse Werte drin sind. Natürlich kann ein ETF vielleicht nochmal optimiert sein von der Zusammensetzung, aber nichtsdestotrotz, also eben das, was auch gerade bei den Aktien ein bisschen der Vorteil war, ist jetzt hier ein großer Nachteil, dass man eben sehr begrenzt in seinem Handeln ist. Man hat halt die Möglichkeit, sich einen ETF, zwei ETFs, drei ETFs ins Portfolio zu packen, aber man hat dann eben wenig Kontrolle oder wenig Möglichkeit,
innerhalb dieses ETFs irgendetwas zu ändern. Und kommen wir zu einem dritten Nachteil von ETFs, ist ein Punkt, den ich ebenfalls bei ETFs ein bisschen mau finde, weil wenn ihr Aktien habt, habt ihr in der Regel mit einer Aktie ein Stimmrecht und könnt mit einem Stimmrecht auf die Hauptversammlung gehen und habt eben, wenn jetzt sagen wir mal, es gibt 1000 Aktien, jede Aktie hat ein Stimmrecht, dann hast du eben eine Stimme von Tausenden und kannst eben auch mitentscheiden ein wenig. Natürlich nicht super viel, du bist nur einer von vielen tausenden Aktionären, aber trotzdem, du hast Mitspracherecht, du kannst auch mitbestimmen, welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt und das geht natürlich bei ETFs am Ende nicht. Klar, ihr habt über 3000 verschiedene Aktien oder über 1000, 2000 verschiedene Aktien drin. Natürlich habt ihr dann nicht für jedes dieser Unternehmen ein Mitspracherecht. Wenn ihr aber ein Direktinvestment in Aktien macht und in die Stammaktien eben auch noch, nicht in die Vorzugsaktien, dann habt ihr in der Regel ein Mitspracherecht und könnt zu den Hauptversammlungen gehen und eben eure Stimme abgeben. Jetzt kommen wir zum ersten Nachteil von Aktien, nämlich das erste große Nachteil, ganz klar, da wo ETFs einfach weniger Risiko haben, haben Einzelaktien natürlich höheres Risiko und ich habe euch gerade gezeigt, die besten Positionen des S&P 500 in den letzten 12 Monaten. Jetzt schauen wir uns hier mal die schlechtesten an. Hier, wir haben Albemarle minus 62%, Enphase Energy minus 56%, sowas wie Etsy knapp minus 50% und natürlich, klar, da wo man höheres Renditepotenzial hat, hat man natürlich auch höheres Risiko. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht auch einen Verlust fährt, ist einfach höher wie bei einem ETF und das ist natürlich auch ganz klar ein Nachteil von Einzelaktien. Kommen wir zu einem zweiten Nachteil von Aktien oder von Einzelaktien im Vergleich zu einem ETF. Das ist ganz klar, Aktien sind zeitaufwendiger, denn zum einen, ihr müsst vorhergehend viel tiefer analysieren, ihr müsst euch viel tiefer auch mit dem Unternehmen befassen, ihr müsst euch in Unternehmensberichte reinfuchsen, ihr müsst euch die Bilanz anschauen, ihr müsst euch die Gewinn- und Verlustrechnung anschauen. Also ihr müsst definitiv mehr Zeit in die Hand nehmen, wenn ihr in Einzelaktien investieren wollt. Weil bei einem ETF, ihr werdet mit Sicherheit eh nicht alle 3000 Unternehmen durchleuchten. Es ist aber auch egal, weil am Ende die größten Aktien hier irgendwie vielleicht 5-6% maximal ausmachen. Und von daher muss man ganz klar nicht so tief analysieren, wie man es bei Einzelaktien machen muss. Und wie auch schon angesprochen, man muss natürlich bei Einzelaktien auch stärker kontrollieren. Man muss regelmäßig schauen, wie entwickelt sich das Unternehmen. Man muss regelmäßig schauen, was sind die Zukunftsvisionen des Unternehmens, was sind sonst für positive, aber auch negative Nachrichten über das Unternehmen im Umlauf. Und ganz klar, auch die stärkere Kontrolle nachgelagert ist einfach zeitaufwendiger wie bei ETFs. Und kommen wir zu einem letzten, zu einem dritten Nachteil von Aktien im Vergleich zu ETFs. Aktien sind in der Regel höher, wenn es jetzt um die Kosten geht. Also die Kosten bei Aktienkauf und Verkauf sind in der Regel höher als bei ETFs, da man eben sehr viele ETFs über Sparpläne laufen lassen kann. Mittlerweile kann man das auch bei sehr vielen Aktien machen, aber eben auch nicht bei allen Aktien. Und sobald man dann über gewisse Börsen mit Direktkäufen agieren muss, wird der Preis in der Regel, nicht immer, aber in der Regel teurer ausfallen wie bei einem ETF-Investment, auch wenn dort laufende Kosten sind. Deshalb hier geht es jetzt eben vor allem um die höheren Kosten beim Kauf, aber auch Verkauf. Und ja, lasst mir gerne mal unten einen Kommentar da. Mich würde mal interessieren, was bevorzugt ihr denn? Sind es Aktien, sind es ETF? Aus welchen Gründen habt ihr quasi den Kern in eurem Portfolio so oder so aufgebaut? Gerne natürlich auch dem Video ein Like da lassen, wenn es dir gefallen hat. Gerne den Kanal abonnieren, die Glocke klicken. Das wäre natürlich die Krönung von dem Ganzen und freue mich, wenn ich euch beim nächsten Video wieder begrüßen darf. Bis dahin, ciao, ciao.